Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Das UEFA Champions League Halbfinale steht kurz bevor und somit haben wir auch in FIFA 22 wieder die UEFA Topspiele und da möchte ich euch natürlich wieder eine günstige Lösungsmethode mit auf dem Weg geben. Wir bezahlen zum aktuellen Zeitpunkt und ich würde euch raten, nicht nur mit dem, Aufsparen der Packs, sondern auch noch mit dem Einkauf noch vielleicht noch ein bisschen sich zu gedulden, denn zum aktuellen Zeitpunkt bezahlen wir circa 22.000 Coins und ab Freitag 19 Uhr wird das Ganze aufgrund des ganzen Supplies, der auf dem Markt gespült wird, nochmal deutlich günstiger. Ich glaube, wir sparen da sogar vielleicht 5.000, 7.000 Coins. Wenn ihr da noch ein bisschen warten könntet, denn ohnehin, es lohnt sich ja auch gar nicht, diese Packs jetzt zum aktuellen Zeitpunkt zu öffnen. Wartet da bitte ab bis zum Community Tots, also Freitag 19 Uhr ist der Startschuss. Dann würde ich sagen, schauen wir uns die UEFA Halbfinalspiele an. Wir haben zum einen Manchester City gegen Real Madrid und Liverpool, mit den Überraschungsteilnehmer, was heißt Überraschungsteilnehmer, haben ja auch die Europa League gewonnen, von daher berechtigt, aber ist schon sehr überraschend, dass Villarreal im Halbfinale der Champions League steht. Und dann würde ich sagen, beginnen wir mit der ersten SBC. Insgesamt bekommen wir übrigens Packs im Wert von circa 40.000 bis 50.000 Coins. Das hier ist ein 25k Pack und das sind ja kleinere Gemischspieler, okay, und Prime-Gemischspieler Pack. Ja, kann man nicht genau beziffern, von daher würde ich ja so beides mal so circa jeweils 10k berechnen. Okay, die erste SBC hat folgende Bedingung: Wir brauchen Manchester City oder Real Madrid, nur ein Spieler. Das ist sehr gut, denn das kommt uns auf jeden Fall in der nächsten SBC zugute. Die Real Madrid Spieler, da haben viele investiert, auch bei den City Spielern. Und da wird jetzt nur jeweils einer benötigt und von daher wird jetzt so viel Supply da auch in der Hinsicht wieder auf der Marke gespielt. Das macht die Spieler deutlich günstiger. Spieler aus derselben Liga mindestens 4, Länderregion mindestens 6. Wir brauchen nur einen seltenen Spieler. Teamgesamtbewertung 79 und eine Teamchemie von 75 wird erfordert. Und wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt ersnipen. Ihr habt dafür natürlich wieder 7 Tage Zeit, das Ganze abzuschließen. Ihr solltet aber zumindest bis Freitag 19 Uhr warten. Okay, dann würde ich sagen, legen wir los. Let's go. Und damit haben wir die erste SBC erfolgreich abgeschlossen und somit kommen wir nun zur zweiten SBC. Und hier werden jeweils die Halbfinalteilnehmer in der zweiten Partie benötigt. Zum einen Liverpool und zum anderen Villarreal. Wir brauchen 5 verschiedene Vereine. Wir brauchen 2 seltene Spieler, Teamgesamtbewertung von mindestens 81 und eine Teamchemie von 80. Und auch hier gehen wir einmal fix durch und dann haben wir es auch schon geschafft. Let's go. Und damit haben wir auch die zweite und letzte SBC erfolgreich abgeschlossen. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr zum Community Tots spätestens oder beziehungsweise frühestens daraus etwas Gutes ziehen werdet. Deswegen sparen wir uns heute auch das Pack Opening, wie auch in den letzten Videos, denn das wäre komplett irrelevant. Also nimmt es mir da bitte nicht übel. Ich hatte den einen oder anderen in den letzten Videos
würde mich sowieso Kommentare so, ja, würde mich freuen, wenn du das Pack auch noch öffnest oder die SBC selbst abschließt. Ja, das mache ich alles. Aber wie gesagt, es lohnt sich zum aktuellen Zeitpunkt. Ich muss es auch immer wieder erwähnen, denn in den letzten SBCs, da seid ihr wirklich, ich weiß nicht, also manche, die öffnen das halt direkt. Entweder ihr könnt es nicht abwarten oder ihr habt wirklich keine Ahnung, wann das nächste Event startet. Ich sollte es vielleicht öfters erwähnen. Ab Freitag 19 Uhr könnt ihr das dann alles öffnen und dann habt ihr jede Woche ein neues TOTS und das geht erst einmal eine Weile so. Ich glaube, fangen wir an mit dem Community-TOTS. Dann das Premier League TOTS, dann das Bundesliga TOTS, dann La Liga, dann Liga, dann Serie A und dann nochmal das Ultimate TOTS. Also bis, oder ich glaube, am 10. Juni ist das Ultimate TOTS und spätestens dann solltet ihr eure Packs geöffnet haben. Okay, das soll es jetzt aber auch gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Und wenn ich das getan habe, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mein Video einmal liked, gerne kommentiert, warum auch immer. Fördert auf jeden Fall den YouTube-Algorithmus. Ich würde mich sehr freuen. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann gerne auch ein kostenloses Abo hier auf YouTube. Und wenn ihr schon ja, alles durchgegangen seid, würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn man sich vielleicht mal auf Twitch sieht. Dort starten wir dann ab spätestens nächster Woche auch mit ganz, ganz vielen Pack-Openings. Und ja, wenn Picks da sind, dann natürlich auch Picks. In diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.